heute werden die LEDs am Dortmunder U der fliegenden Bilder abgestellt. Was muss gemacht werden? Wir müssen die ganze Anlage komplett ersetzen durch neue Teile. Und das sind 1,2 Millionen LEDs, die ersetzt werden müssen. 6.000 Stangen, an denen die befestigt sind. Alle Kabel, alle Stromzuleitungen, die ganze Software und Hardware. Das wird jetzt schon circa 4 Wochen dauern, bis wir es wieder am Laufen haben. 2010 wurde das Dortmunder U als Zentrum für Kreativität und Kunst eröffnet. Seit da leuchten die LEDs quasi ununterbrochen. Haben Sie damals damit gerechnet, dass die fliegenden Bilder irgendwann als Wahrzeichen der Stadt gelten würden? Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass es so schön aussieht, wie es aussieht. Weil ich hatte es ja noch nie gesehen, nie. Das war ich hatte die Vorstellung, dass das so sein müsste. Und als ich es dann eines Tages sah, war ich selbst völlig überwältigt, dass es wirklich diese Bilder über die ganze Stadt leuchten. Und auch kaum jemand hat geglaubt, dass es länger als 1-2 Jahre hält. Jetzt sind es 10 Jahre. Das, finde ich, ist für so eine Anlage eine gute Zeit. Wir haben Tauben, wir haben Bier, wir haben Kickerfiguren. Bleiben die uns erhalten nächstes Jahr? Na klar, also das, was wir haben, bleibt uns erhalten. Wir haben ungefähr... wir haben über 100 verschiedene Motive hier oben auf dem Turm. Und im Moment sind wir gerade dabei, neue zu entwickeln, weil wenn wir dann mit neuen LEDs und komplett erneuerter Technik wieder anfangen, dann werden wir auch ein paar neue Bilder sehen wollen. Sonst würde mich das langweilen.